Urlaub fliegen. Peppa und Schorsch machen Urlaub. Sie packen ihre Koffer. Das kann aber nicht alles mit. Aber wir brauchen doch unsere Spielsachen, Papa. Packt nur die wichtigsten ein. Okay. Also ich nehme Teddy und Schorsch nimmt seinen Saurier. Mama Wutz packt einen großen Koffer für den Urlaub. Boah, das ist aber eine Menge Zeug, Mama Wutz. Meinst du, wir brauchen das alles? Ja, das ist alles sehr, sehr wichtig. Okay. Da ist Luzi Locke. Hallo, Peppa. Kommst du raus spielen? Ich kann heute leider nicht, Luzi. Wir fahren nämlich in den Urlaub. Oh, wo fahrt ihr denn hin? Keine Ahnung. Irgendwo, wo es Urlaub gibt. Das klingt gut. Oh, Oma und Opa, was macht ihr denn hier? Wir kommen doch wegen Goldi, dem Fisch. Wir kümmern uns um Goldi, solange du im Urlaub bist. Hier ist Goldi. Aber fütter sie nicht so viel, Oma. Okay, Peppa. Da kommt Herr Bulle mit seinem Taxi. Er bringt Peppa und ihre Familie zum Flughafen. Hallo, Papa Wutz. Lass mich doch den Koffer für dich nehmen. Oh, ist der schwer. Seid ihr sicher, dass ihr das alles braucht? Ja, das ist alles sehr, sehr wichtig. Tschüss. Wiedersehen. Da ist der Flughafen. Wiederschauen. Wunderschönen Urlaub wünsche ich. Tickets bitte? Bitteschön. Und Gepäck? Ja, aber ich fürchte, der Koffer ist ein bisschen schwer. Keine Sorge, schmeißen Sie ihn einfach auf die Waage. Irgendwas Wertvolles da drin? Nein. Sonst noch was? Ja! Die kleinen Koffer nehmt ihr als Handgepäck mit ins Flugzeug. Und weiter geht's gleich da drüben. Hier wird das Gepäck durchleuchtet. Was ist das, Papa? Das ist eine Maschine, die in Sachen reingucken kann. Oh! Stellt eure Koffer hier drauf, bitte. Guck, da ist mein Koffer mit Teddy innen drin. Saurier. Das ist Zauberei. Das ist das Flugzeug, mit dem Peppa und ihre Familie in den Urlaub fliegen. Flugzeug. Schorsch liebt Flugzeuge. Willkommen an Bord. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug mit uns. Papa, darf ich am Fenster sitzen? Natürlich, Peppa. Ja, Schorsch, du darfst auch am Fenster sitzen, ist doch klar. Hier spricht Ihr Pilot, Captain Chaos. Sind alle abflugbereit? Aye, 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 Captain Chaos! Na dann los! Guck mal, Teddy, wir fliegen hoch. Was kannst du denn aus dem Fenster sehen, Peppa? Ich sehe lauter Wolken und Regen. Oh, jetzt scheint die Sonne. Ja, weil wir jetzt über den Wolken fliegen. Das Flugzeug steigt höher und höher. Oh, fliegen wir rauf bis zur Sonne? Nein. Aber wir fliegen dahin, wo die Sonne scheint. Das Ferienhaus. Peppa und ihre Familie fliegen in ein anderes Land, um dort Urlaub zu machen. Wir hoffen, der Flug hat Ihnen gefallen. Bitte schnallen Sie sich jetzt wieder an. Hier spricht Ihr Pilot, Captain Chaos. In Kürze landen wir in Italien. Oh, Italien. Das klingt gut. Das Flugzeug ist gelandet. Hurra! Oh weh, Peppa hat ihren Teddy im Flugzeug vergessen. Jetzt brauchen wir ein Auto. Damit fahren wir dann in unser Ferienhaus. Das ist der Autoverleih. Hallo! Buongiorno! Come posso aiutare una così bella signora? In Italien sprechen die Leute Italienisch. Oh, wir brauchen ein Auto.
Non capisco. Lass mich das machen. Ich bin ein Experte im Reden. Wir brauchen ein Auto. Uovo. Keine Eier. Ein Auto. Nein. Keine Blumen. Nein. Brrm, brrm. Ah, Auto. Hey, brrm, brrm, piep, piep. Gut gemacht, George. Ist der Koffer schwer? Bist du sicher, dass wir das alles brauchen, Mama Wutz? Ja, das ist alles sehr, sehr wichtig. Und verfahren wir uns jetzt wieder so, wie wir es immer tun? Nein, Peppa. Das Navi wird uns den Weg sagen. Benvenuto all'auto del futuro. In Italien spricht das Navi Italienisch. Proseguire sulla... Ich glaube, wir brauchen gar kein Navi. Wir fahren hier lang. Aber denk dran, Papa Wutz, wir sind in einem anderen Land. Vielleicht fährt man hier auch anders. Fahren ist fahren, Mama Wutz. So anders kann das nicht sein. Strada, porco! Autofahren in Italien ist ganz anders als das Autofahren zu Hause. Hallo! Ja, wir sind im Urlaub. Papa, warum rufen uns die anderen alle an? Ich glaube, sie sagen uns Hallo. Können wir auch Hallo sagen? Na klar geht das. Hallo! Die sind alle so freundlich hier. Die sind alle so freundlich hier. Ah, wir sind schon fast da. Ja, ich spüre schon, wie ich mich immer mehr entspanne. Teddy, ich habe Teddy im Flugzeug vergessen. Was? Wir müssen sofort zurück zu Teddy. Oh weh, da kommt ein Polizist. Herr Wachtmeister, ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, aber es kommt bestimmt nicht wieder vor. Guten Tag. Ich bringe diesen jungen Mann zurück. Er wurde den Flugzeug vergessen. Oh, danke schön. Teddy! Schönen Urlaub wünsche ich. Wir sind da. Peppa und ihre Familie sind bei ihrem Ferienhaus angekommen. Was hast du bloß in diesem Koffer drin, Mama Wutz? Das sind alles wichtige Sachen für unseren Urlaub. Eine schöne Pflanze, unser Computer. Was zu essen, Wärmflaschen, ein paar Wintersachen, falls es mal kühler wird, das Telefon. Kommt, wir rufen Oma und Opa an. Oma und Opa Wutz passen auf Goldi den Fisch auf, solange Peppa im Urlaub ist. Glaubst du, wir geben Goldi genug Futter? Ich geb mal noch ein bisschen dazu. Hallo? Hallo, Oma. Kann ich bitte mal mit Goldi sprechen? Das ist Peppa, für dich. Ich vermisse dich auch, Goldi. Heute war ein langer Tag. Jetzt ist es Zeit fürs Bett. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Peppa und George sind schnell eingeschlafen in ihrem Ferienhaus. Pedro kommt zu spät. Peppas Kindergarten macht einen Ausflug ins Museum. Mon Dieu, Pedro Pony ist nicht da. Ich mache eine Wette, er ist noch im Schlafanzug. Pedro liegt noch immer im Bett. Pedro liebt schlafen. Pedro, wach auf! Du kommst doch zu spät zu eurem Ausflug. Okay, Mama. Komm schon, Pedro, du verpasst sonst noch den Bus. Der Bus wartet immer noch auf Pedro Pony. Wir können nicht noch länger warten. Das Museum macht sonst zu. Hallo, wir fahren. Oh, keiner mehr da. Vielleicht sind wir ja zu früh. Oh nein, Pedro, wir haben den Bus verpasst. Oh. Na los, wir holen sie noch ein. Pedro ist immer zu spät. Nanu, ein Auto verfolgt uns. Oh, hallo, Frau Pony. Anhalten! Pedro ist da. Entschuldigung, Madame Gazelle. Ich habe verschlafen.
Oh, Pedro, du schläfst wirklich gerne. Ja, Madame Gazelle. Ab ins Museum. Jetzt hält uns nichts mehr auf. Madame Gazelle, ich muss mal aufs Klo. Und ich. Und ich. Ich auch. Das ist die Tankstelle von Opa Cliff. Was soll's denn sein? Benzin oder Diesel? Toilette bitte. Und Sie brauchen ganz sicher kein Benzin? Nein, wir sind ja noch nicht weit gekommen. Fertig? Nächster Halt, das Museum. Wo ist Pedro? Zapfsäulen, interessant. Ah, komm endlich, Pedro. Tschüss! Ich hoffe, wir kommen noch zum Museum, bevor es zumacht. Da ist das Museum. Herr Löffel schließt für heute. Hallo, Herr Löffel. Wir würden gern das Museum besichtigen. Eigentlich schließen wir jetzt. Aber ich kann euch kurz herumführen. Das hier ist der Königssaal, voll mit altem Kram. Oh! Interessant. Hier sind riesige Dinosaurier, alle ganz nett. Faszinierend. Weltraum, Raketen und so Sachen. Und diese Tür führt zu dem spannendsten Ort von allen. Nämlich die wunderbare Welt, in der ihr lebt. Danke, Herr Löffel. Mit Vergnügen und tschüss. Tja, dann fahren wir jetzt wieder ein. Wo ist Pedro? Oh, Pedro. Eine Muschel. Wirklich interessant. Komm schon, Pedro, du verpasst sonst wieder den Bus. Wo sind denn die anderen? Der Bus ist weg. Keine Sorge. Frau Mümmel wird sofort bemerken, dass wir beide fehlen. Bong, bing, boo, bing, bong, bing, bing, bong, bingli, bongli, boo. Und nochmal von vorn. Bong, bing, boo. Keiner hat bemerkt, dass Madame Gazelle und Pedro Pony fehlen. Bingli, bongli, boo. Oh, habt ihr den Bus verpasst? Herr Löffel, das ist ein Notfall. Wir brauchen Ihr Auto. Hallo, Pedro. Wir nehmen die Abkürzung. Hallo, Enten. Madame Gazelle und Pedro sind beim Kindergarten angekommen. Wo ist der Bus? Vielleicht sind wir ja zu früh. Ja, Pedro. Dieses Mal bist du zu früh. Boah. Pedro ist früher da. Ja. Und ihr seid zu spät, ihr Rumtrödler. Pedro liebt es, früh da zu sein. Alle lieben es, früh da zu sein. Boot fahren. Peppa und ihre Familie machen einen Ausflug an den See. Boote, Boote! Hier können Sie Boote leihen. Was für Boote haben Sie denn so, Frau Mümmel? Ich habe Kanus. Oh, ich will ein Kanu. Im Kanu muss man aber paddeln. Das ist anstrengend. Ich habe auch Segelboote. Es ist aber gar nicht so einfach, ein Segelboot zu steuern. Und ich habe Tretboote. Die sehen schön gemütlich aus. Ja, Sie haben ein großes Schaufelrad und damit geht's dann richtig voran. Wir nehmen ein Tretboot. Wenn ich diese Glocke läute, ist es Zeit, das Boot zurückzubringen. Viel Spaß beim Bootfahren. Es fährt gar nicht. Nein. Wie geht denn der Motor an? Der Motor sind Sie, Papa Wutz. Es ist ja ein Tretboot. Oh, verstehe. Also los dann. Das ist so wie ein Fahrrad auf dem Wasser. Unser Tretboot fährt mit uns auf den See hinaus. Papa ist der Motor, ich hoffe, er fällt nicht aus. Da kommen Emily Elefant und ihre Familie. Hallo, Frau Mümmel, wir nehmen ein Kanu, bitte. Aber gerne. Familie Elefant liebt das Kanufahren. Habt ihr die Paddel? Ja, Papa Elefant. Na dann los. Ahoi auch, Frau Mümmel. Da kommt Klausi Kleff mit seinem Papa, Captain Kleff. Ein Boot, bitte, Frau Mümmel. Aber sicher, ich habe Kanus, Segelboote oder Tretboote. Ich habe doch nicht die Welt umsegelt und alle sieben Meere befahren, um in einem Tretboot rumzuplanschen. Wir nehmen das Segelboot. Wissen Sie, wie man das steuert? Ob ich weiß, wie man das steuert? Ich?
bin Captain Clef. Ruff. Los, komm, Klausi, alle an Bord. Volle Segel. Aye, aye, Captain Papa. Hallo, wir segeln. Und wir paddeln. Wir Tretbooten. Oh, guck mal, eine Insel. Wir könnten dort ein Picknick machen. Hurra! Oh, die Insel ist ein bisschen zu klein, um Picknick zu machen, oder? Dann machen wir das Picknick eben in den Booten. Wer möchte etwas essen? Ich bitte! Hier ist ein bisschen Brot, Frau Ente. Frau Ente liebt Picknick. Alle lieben Picknick. Boote 1, 2 und 3 zurück in den Hafen. Die Zeit ist rum. 1, 2 und 3, das sind wir. Wer zuerst wieder zurück im Hafen ist, wir machen ein Rennen. Hurra! Schneller treten, Papa! Ich fürchte, viel schneller kann ich nicht treten. Oh, Papa Wutz, lass mich das machen. Schneller, Mama! Das geht viel schwerer, als ich dachte. Aha! Wir werden vom Wind zurückgebracht, Klausi. Oh. Was ist denn? Der Wind ist weg. Ohne Wind kann ein Segelboot nicht fahren. Wir müssen einfach warten, bis der Wind wiederkommt. Und wie lange dauert das? Keine Ahnung. Kann Wochen dauern. Können wir nicht den Motor nehmen? Nein, Segelboote haben doch keinen Motor an Bord, Klausi. Oh. Dieses Segelboot hat einen Motor. Volle Kraft voraus! Emily und ihre Familie liegen in Führung. Schneller treten, Mama! Wir liegen vorne, wir gewinnen! Da kommen Klausi und Captain Clef. Hurra! Gewonnen! War das anstrengend? Nächstes Mal nehmen wir auch ein Segelboot. Ja, ein Segelboot mit einem Motor an Bord. Papa? Bis später, Klausi. Ich habe beschlossen, nochmal um die Welt zu segeln. Aber du hast gesagt, dass du jetzt zu Hause bleibst. Oh ja. Ich bin ja auch kein Seefahrer mehr. Aber ich liebe Bootfahren auf dem See. Alle lieben Bootfahren auf dem See. Das Rennauto von Schorsch. Es ist ein schöner, sonniger Tag bei Oma und Opa Wutz. Peppa, Schorsch, Papa Wutz und Opa Wutz sitzen im Wohnzimmer und gucken Autorennen im Fernsehen. Rennauto 2, komm schon! Es bleibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Schluss. Was ist das für ein Krach? Oh, ist das aufregend. Rennauto 2 geht gerade in... Das ist besser. Das Rennen ist doch schon fast vorbei. Mach es wieder an! Wow, war das ein spannendes Finale. Ah, so etwas sieht man nur alle paar Jahre mal. Seht, zu Ende. Es ist so ein schöner Tag. Ihr solltet alle rausgehen und spielen. Ja, Oma Wutz. Also, was wollen wir jetzt spielen? Schorsch möchte gerne Autorennen spielen. Oh ja, wir bauen Schorsch ein Rennauto. Kannst du wirklich ein Rennauto für Schorsch bauen, Papa? Nein, aber Opa Wutz kann das. Was? Okay. Ich baue ein Rennauto für Schorsch. Das ist der Schuppen von Opa Wutz, in dem er Sachen repariert. Was haben wir denn da? Ah, ein Kinderwagen. Nö, Schorsch ist doch kein Baby mehr, Opa. Wir brauchen doch nur die Räder vom Wagen, Peppa. Oh. Das Teil nehmen wir als Haube. Und das kommt hinten dran. Was ist deine Lieblingszahl, Schorsch? Schorschs Lieblingszahl ist die 2. Oho, dieses Rennauto wird ganz super schnell. Hurra! Mach das Rennauto aber nicht zu schnell, Opa. Schorsch ist doch noch so klein. Keine Sorge, Peppa. Das Rennauto bekommt Pedale und keinen Motor. Ah! Als nächstes brauchen wir ein Lenkrad. Und zum Schluss noch eine Rennfahrerbrille und einen Helm. Jetzt hat Schorsch ein Rennauto. Da kommen Klausi Clef, Zoe Zebra und Pedro Pony. Hallo zusammen.
Schorsch hat jetzt ein Rennauto. Lass uns Rennen fahren. Au, ja. Ich auch. Ich will auch mit Rennen fahren. Wo ist denn dein Rennauto, Peppa? Ich habe kein Rennauto. Keine Sorge, Peppa. Du wirst dann Chefmechaniker. Was muss ich da tun? Du reparierst Georges Auto, wenn es kaputt geht. Oh, super. Ich hoffe, es geht oft kaputt. Wir starten das Rennen. 3 Runden durch den Garten. Auf die Plätze. Fertig. Los. Das Rennen ist gestartet. Komm schon, George. Am Ende der ersten Runde liegt George in Führung. Was ist denn das für ein Krach hier? Ich will drinnen Fernseh gucken. Wir machen ein Autorennen, Oma. Am Ende der zweiten Runde liegt George immer noch in Führung. Oh weh, Georges Rennauto hat ein Rad verloren. Wo ist der Chefmechaniker? Hier bin ich schon. Was sollen wir tun? Schraub das Rad wieder dran. Okay, Chefmechaniker. Los, George, fahr! Oh weh, George ist nach ganz hinten zurückgefallen. Tritt noch schneller, George. Komm schon, George. Komm schon, George. George hat gewonnen! Hurra! Gut gemacht, George. Du bist der beste Rennfahrer auf der ganzen Welt. Ja, und du bist der beste Chefmechaniker der ganzen Welt. Ja, das bin ich. Das kleine Boot. Peppa und ihre Familie wollen ein Picknick machen. Ich liebe Picknicks. Ich auch. Der Picknickplatz ist da drüben am anderen Ufer. Oh, wie sollen wir denn da rüberkommen? Wir fahren mit einem Boot. Man ruft es mit dieser Glocke hier. Hallo zusammen! Das ist Opi Mümmel mit seinem Ruderboot. Wollt ihr vielleicht ans andere Ufer? Ja, bitte! Oh, stopp! Papa Wutz, ich hab nicht genug Platz. Oh. Wiedersehen, Papa. Keine Sorge. Warte kurz, ich komm dich sofort holen. Tschüss. Ruderboot fährt mit groß und klein. Manchmal kommt ein Krokodil, dann müsst ihr laut schreien. Ah! Picknickplatz! Alle Mann von Bord! Danke, Opi Mümmel. Papa Wutz wartet immer noch am anderen Ufer. Hallo, Papa Wutz. Das ist Familie Wolf. Und was machen Sie denn hier? Wir machen ein Picknick. Wollt ihr vielleicht mitmachen? Ja, bitte, Papa Wutz. Ha, noch mehr Fahrgäste. Frauen und Kinder zuerst. Oh, stopp. Das Boot ist schon voll. Oh. Ich komme euch aber sofort holen. Wiedersehen. Ruderboot fährt mit groß und klein. Manchmal kommt ein böser Wolf, dann müsst ihr laut schreien. Hallo Peppa. Hallo Wendy. Wir machen mit euch Picknick. Oh, super. Aber wo ist Papa Wutz? Er wartet mit Herrn Wolf. Ich werde langsam hungrig. Keine Sorge, wir haben ja das Picknick. Alle an Bord! Stopp, stopp, Herr Wolf! Ich hab nicht genug Platz im Boot. Oh, weh. Ich habe eine Idee. Du wartest hier, Opi Mümmel. Und wir fahren rüber. Aber gern. Ich kann eine Pause brauchen. Herr Wolf und Papa Wutz fahren zusammen über den Fluss. Jetzt habe ich wirklich Hunger. Hurra! Da sind wir. Hallo, Papa. Wo ist denn das Picknick? Oh. Opi Mümmel wartet mit dem Picknickkorb. Es fehlt doch noch der Picknickkorb. Ohne Picknickkorb gibt's auch kein Picknick. Oh, da hast du recht. Was ist mit mir, Opi Mümmel? Kein Platz, Papa Wutz. Ich komm dich gleich holen. Da kommt Frau Ente mit ihren Freundinnen. Oh, hallo, Frau Ente.
Wenn ihr zum Picknick wollt, müsst ihr auf das kleine Boot warten, so wie ich. Oder man schwimmt einfach rüber. So wie ihr. Hier kommt endlich der Picknickkorb, Leute! Hurra! Und da kommen die Enten. Die Enten kommen wirklich immer vorbei, wenn wir Picknick machen. Möchtest du ein bisschen Käse, Opi-Mümmel? Ja, also eigentlich sollte ich ja schon wieder unterwegs sein. Aber ich nehme gern ein Stückchen Käse. Ich liebe Pudding. Und ich Salamibrot. Erdbeer. Die haben mich vergessen. Hier habt ihr ein bisschen Kuchen, Frau Ente. Mögt ihr Kuchen gerne? Mein Papa mag auch gerne Kuchen. Oh, wo ist Papa? Wir haben ihn vergessen. Ahoi! Ich bringe dich jetzt rüber zum Picknick. Hurra! Papa Wutz! Oh, wir haben dich vergessen. Aber ich habe hier noch Pudding für dich. Und ich Salamibrot. Und Schorsch hat eine Erdbeere für dich. Wie nett von euch allen. Gibt es auch noch Kuchen? Nein, den haben die Enten gekriegt. Sieh mal, Frau Ente hat einen Wurm für dich. Dankeschön, Frau Ente. Tiere der Nacht. Peppa und Schorsch übernachten heute bei Oma und Opa Wutz. Opa, wo gehst du denn jetzt noch hin? Es ist Schlafenszeit. Keine Bange, Peppa. Ich gehe nur noch mal kurz in den Garten, und zwar zum Schneckensammeln. Warum? Opa mag nicht so gerne Schnecken im Garten. Die fressen nämlich sein Gemüse. Und die beste Zeit, um sie zu finden, ist nachts mit Taschenlampe. Dürfen Schorsch und ich mitkommen? Bitte. Also gut, aber nur dieses eine Mal. Zieht euch Jacken und Stiefel an. Peppa und Schorsch haben sich Jacken und Stiefel über die Schlafanzüge gezogen. Du trägst den Eimer, Peppa, und ich die Taschenlampe. Aber macht nicht so lange, Opa Wutz. Okay, Oma Wutz. Wir werfen alle Schnecken, die wir finden, in den Eimer. Ah, eine kleine Schnecke. Zwei kleine Schnecken. Was ist das? Buah. Nacktschnecken sind ekelhaft. Das sind die Hühner von Oma Wutz. Sarah, Jessica, Vanessa und Günther. Hallo Hühner. Ich muss die Hühner aber jetzt ins Bett schicken. Gute Nacht, Hühnchen. Gute Nacht, Hühnchen. Nacht, Hühnchen. Warum sind denn die ganzen Schnecken nicht auch im Bett, Opa? Sie bleiben die ganze Nacht wach und fressen dabei mein Gemüse. Manche Tiere fressen tagsüber, so wie die Hühner. Und manche Tiere fressen nachts, so wie, oh, der Fuchs. Hallo, Opa Wutz. Schön die Hühner ins Bett geschickt, oder? Oh ja. Schön gemütlich im Hühnerstall. So ist recht. Also, ich muss wieder los. Gute Nacht. Gute Nacht. Also, wo war ich stehen geblieben? Manche Tiere fressen nachts, so wie, oh, hallo. Opa. Da ist ein kleines Tierchen in deinem Eimer. Ja, das ist ein Igel. Die fressen zum Beispiel gerne Schnecken. Hallo, kleiner Igel. Oh, er rollt sich ein wie ein Ball. Ja, Peppa, Igel sind sehr scheu. Komm raus, kleiner Igel, komm. Hab keine Angst. Ich mag Igel. Die halten nämlich die Schnecken davon ab, meinen leckeren Salat zu fressen. Wiedersehen, Igel. Wiedersehen. Gibt es hier denn noch mehr Nachttiere, Opa? Ja, es gibt Motten. Oh, die sehen aus wie Schmetterlinge. Schmetterlinge, die aber nur nachts rauskommen. Sie lieben das Lampenlicht. Wenn es weggeht, verschwinden sie. Und wenn es dann angeht, kommen sie wieder. Darf ich mal? Okay. Wiedersehen, ihr Motten. Hallo, Motten. Wiedersehen, Motten. Und wenn wir die Lampe auslassen,
sehen wir noch ein Nachttier, ein ganz klitzekleines Tier. Wo? Guckt mal hoch zum Himmel. Ist das eine Sternschnuppe? Nein, das ist ein Glühwürmchen. Glüht das wirklich? Nein, Peppa, es hat einen Bauch, der leuchtet. Boah! Gibt es in deinem Garten auch Nachttiere, die groß sind, Opa? Nein! Oh, was ist das? Bestimmt ein großes Nachttier. Oh, es ist Oma Wutz. Da seid ihr ja. Oma, Oma, wir haben ganz vielen Nachttieren Hallo gesagt. Wunderbar. Aber jetzt ist es Zeit, ihnen Gute Nacht zu sagen. Gute Nacht, Nachttiere. Und es ist allerhöchste Schlafenszeit für kleine Schweinchen. Ja, Oma Wutz. Gute Nacht, ihr Lieben. Gute Nacht, Oma. Gute Nacht, Opa. Gute Nacht. Der Sandkasten. Peppa und ihre Freunde spielen im Sandkasten. Dieser Sandkasten ist unsere Wüsteninsel. Hier leben wir jetzt für immer. Wenn wir hier für immer leben sollen, will ich es aber schön haben. Wir brauchen ein paar Häuser. Und Straßen. Und Läden. Saurier. Ja, Schorsch. Dinosaurier können auch auf der Wüsteninsel leben. Was macht ihr denn da? Wir bauen eine Wüsteninsel. Mit Häusern und Straßen und Läden. Gibt es auch Bäume? Nein, es wäre aber schöner mit Bäumen. Und wo sollen die jetzt wohl herkommen? Wir können mit großen Lastwagen um die Welt fahren und Bäume suchen. Dinosaurier, ihr passt auf die Insel auf und wir fahren los und suchen Bäume. Brumm, brumm. Peppa, Luzi, Klausi und Emily spielen, dass sie um die Welt fahren, um Bäume zu suchen. Hallo, Frau Löffel. Haben Sie ein paar Bäume übrig? Wir brauchen Bäume für unsere Wüsteninsel. Oh, alles klar. Wie viele Bäume braucht ihr denn? So dass es einen Wald gibt. Da, bitteschön. Dankeschön. Den Dinosauriern macht es Spaß, auf der Wüsteninsel herumzuhüpfen. Die Dinosaurier haben alles kaputt gemacht. Böse Dinosaurier. Jetzt müssen wir alles nochmal neu aufbauen. Was macht ihr denn da? Das ist unsere Wüsteninsel. Mit Straßen und Häusern. Und Läden. Und Bäumen. So, hier leben wir jetzt für immer. Bestimmt. Ich find's richtig toll mit einem See hier. Ja, ein See. Ein See. Aber ein richtiger See braucht auch noch Wasser. Oh, und wo soll denn jetzt das Wasser herkommen? Wir fliegen mit Flugzeugen um die ganze Welt. Ja. Peppa, Luzi, Klausi und Emily spielen, dass sie um die ganze Welt fliegen, um nach Wasser zu suchen. Pedro Pony fährt auf dem Karussell. Ja. Hallo zusammen. Hallo Pedro. Wir haben eine Wüsteninsel mit Häusern, Straßen, Läden, Bäumen und einen See. Aber für den See fehlt uns noch Wasser. Hast du vielleicht welches? Ich weiß überhaupt nicht, wovon ihr redet. Wir tun nur so. Wir spielen ein Spiel. Oh, verstehe. Ihr sucht nach Spielwasser. Ja. Ich weiß, wo es Spielschnee gibt. Den können wir schmelzen und dann haben wir Spielwasser. Wo denn? Auf dem Berggipfel. Das ist eine Rutsche. Nein, das ist ein Spielberg. Oh, was ist denn los, Pedro? Es ist sehr warm heute und der Schnee ist geschmolzen. Können wir nicht spielen, dass er noch da ist? Nö, der Schnee ist in echt geschmolzen. Oh, schaut mal, da drüben. Richtiges Wasser. Papa Wutz trinkt Wasser aus dem Trinkbrunnen. Wasser! Papa, kannst du uns bitte den Eimer voll mit Wasser machen? Für unseren See. Na klar doch. Wir haben Wasser. Schönes Wasser. Da kommt Freddy Fuchs. Hallo zusammen. Was ist das?
Das ist eine Wüsteninsel. Auf der leben wir jetzt für immer. Wenn wir doch nur eine Fahne hätten. Ich habe einen Fahnenmast im Wagen, wenn ihr wollt. Herr Fuchs hat alles in seinem Lieferwagen. Wir brauchen doch nur eine Spielfahne, Herr Fuchs. Okay, wie sind die? Dankeschön, Herr Fuchs. Unsere Wüsteninsel ist jetzt so schön. Hier leben wir jetzt für immer. Bestimmt. Opi Mümmel im Weltraum. Peppa und ihre Freunde sind im Kindergarten. Kinder, heute gibt es etwas ganz Besonderes. Opi Mümmel erzählt uns etwas über Raketen im Weltraum. Kitty. Schorsch liebt Raketen. Hallo, ihr Landratten! Opi Mümmel hat eine sehr laute Stimme. Was hab ich wohl hier? Einen Stein. Ja, aber nicht irgendeinen Stein. Ich habe ihn nämlich vom Mond. Mein Papa verkauft Steine im Fünferpark. Ja, danke, Freddy. Dafür braucht man nicht zum Mond zu fliegen. Wenn man Mondsteine will, aber schon. Opi Mümmel, wie bist du auf den Mond gekommen? Geflogen in einer Rakete. Sind die nicht groß? Das ist ja nur ein Modell. Die Rakete, mit der ich geflogen bin, war gigantisch. Könnt ihr denn alle schon bis 5 zählen? Ja! 1, 2, 3, 4, 5! Hervorragend! Aber wenn man in den Weltraum fliegt, zählt man rückwärts! 5, 4, 3, 2, 1! Und dann ruft ihr zusammen, startfrei! So laut, wie ihr alle nur könnt! Startfrei! Ich höre ja gar nichts! Startfrei! Boom! Da flog ich nun ganz allein durchs Weltall. Oh! Und dann bin ich auf dem Mond gelandet! Da oben war es so schön, dass mir die Worte fehlten. Auch nicht schlecht. Wisst ihr, dass man richtig hoch springen kann da auf dem Mond? Oh, wie hoch? So hoch wie ein Haus. Warum kann man so hoch springen auf dem Mond? Die Schwerkraft auf dem Mond ist kleiner als hier. Oh ja, das war's. Bist ein kleiner Schlauberger, oder? Edmund Elefant ist ein kleiner Schlauberger. Es war einsam da oben, ich allein mit dem Mond und den Sternen. Aber was am allerspannendsten war... Was war am allerspannendsten, Opi Mümmel? Ich höre ja gar nichts. Warum redet er denn jetzt nicht mehr? Mon Dieu, ich glaube, er hat seine Stimme verloren. Wir rufen besser mal Dr. Braunbär. Dr. Braunbär, hallo? Hallo, Dr. Braunbär. Opi Mümmel hat seine Stimme verloren. Ist das so ein Unglück? Ja, er hält den Kindern gerade einen Vortrag über Raketen im Weltraum. Oh, wenn das so ist, bin ich gleich da. Hallo, Opi Mümmel. Sie haben also Ihre Stimme verloren? Sagen Sie ah, bitte. Wie ich's mir dachte, ein sehr ernsthafter Fall von Stimmverlust. So viel rumgeschrien, fürchte ich. Mal sehen, ob ein bisschen Medizin hilft. Schön Mund auf. Und jetzt ah sagen. Lauter. Schon besser. Noch nicht normal, aber immerhin. Also, wo war ich? Sie waren gerade dabei, uns das Allerspannendste zu erzählen. Oh ja, das Allerspannendste war mein Sternelied. Soll ich es euch vorsingen? Nein, danke. Ja, bitte. Ganz früh heute Morgen, da flog ich zum Mond. Doch da war nicht viel.
Nur Mond und Sterne, Mond und Sterne, Mond und Sterne, Mond und Sterne. Skifahren. Es ist ein schöner, verschneiter Tag. Hallo zusammen. Hallo Peppa. Peppa und ihre Freunde machen einen Ausflug in die Berge zum Skifahren. Wir sehen uns dann oben. Komm schon, Auto. Du schaffst das. Das Auto schafft es nicht, den Berg hinaufzufahren. Der Schnee ist zu glatt. Ihr müsst den Sessellift nehmen. Der Sessellift bringt alle nach oben, auf den Gipfel des Berges. Das sieht ziemlich hoch aus. Papa Wutz hat ein bisschen Höhenangst. Das macht richtig Spaß. Oh ja, richtig Spaß. In der Luft sitzen wir, Flockenschnee, komm, flieg mit mir. Sessellift, bring uns doch auf die Berge hoch und hoch. Die Sessel vom Lift sind auf dem Berggipfel angekommen. Papa ist ein laufender, schnaufender Schneemann. Schia, Schia, hier können Sie Skilein. Hallo, Frau Mümmel. Schia für 2 Erwachsene und 2 Kinder, bitte. Bitte schön. Madame Gazelle ist die Skilehrerin. Madame Gazelle, fahren wir denn mit den Skiern den ganzen Berg runter? Heute nicht, Klausi. Ich glaube, wir beginnen mit dem Übungshang da drüben. Die Kinder lernen das Skifahren an einem kleinen Hügel. Zum Losfahren schiebt ihr euch langsam mit den Stöcken an. Hui! Zum Stoppen dreht ihr die Skispitzen nach innen. Skifahren macht Spaß. Wir gehen wieder rauf und fahren gleich nochmal. Wow! Wow! Auf Skiernberg aufzulaufen ist gar nicht so einfach. Hallo, wenn ihr wieder rauf wollt, dann müsst ihr seitwärts laufen, so wie ein Krebs. Alle laufen seitwärts wie die Krebse. Madame Gazelle, wir möchten Sie mal Skifahren sehen. Oh, ich weiß nicht. Bitte! Also dann? Hoppla! Das war unglaublich! Ja, ich war mal Weltmeisterin in Skifahren und habe diesen Pokal gewonnen. Oh! So, welche Mama oder Papa möchte mal probieren? Warum nicht? Bist du sicher, Mama Wutz? Du bist seit Jahren nicht gefahren. Das ist doch wie beim Fahrradfahren, Papa Wutz. Man verlernt es nie. Hier ist der Übungshang, Mama Wutz. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu geübt für den Übungshang. Wo geht's denn hier lang? Den ganzen Berg hinunter. Meine Mama rast den ganzen Berg hinunter. Oh, wo sind die Bremsen? Oh, sie kann nicht bremsen. Wir müssen sie einholen. Oh, Achtung! Mama Wutz fährt auf ihren Skiern die Straße entlang. Oh. Alle sitzen im Bus und verfolgen Mama Wutz. Boah, meine Mama fährt ja super schnell. Mama hat einen Salto gemacht. Das war ein fantastischer Trick. Jetzt fährt Mama Wutz an den Geschäften vorbei. Wie hält man denn bloß an? Oh. Meine Güte, ein laufender, schlaufender Schneemann. Nein, das ist doch meine Mama. Ich habe noch nie so perfektes Skifahren gesehen. Der Pokal gehört jetzt Ihnen. Dankeschön. Meine Mama ist nämlich die beste Schnellbergabskifahrerin. Urlaub in der Sonne. Es ist der erste Urlaubstag von Peppa und ihrer Familie in Italien. Oh, Urlaub. Papa Wutz ist schon in aller Frühe auf. Erstmal ein kleiner Morgenspaziergang. Guten Morgen, Signore Wutz. Sie haben ja Sonne den Pool gefunden. Das ist Signore Bock.
Er kümmert sich um das Ferienhaus. Papa ist ins Wasser reingefallen. Das ist nicht lustig. Doch, es ist sogar sehr lustig. Sagen wir mal, es ist ein bisschen lustig. Das ist meine Tochter. Hallo, ich bin Barbarella Bock. Ich bin Peppa Wutz. Sagen Sie uns Bescheid, wenn Sie irgendwas brauchen. Wir möchten zu den Sehenswürdigkeiten. Unser Dorf ist wunderschön. Ich zeige es euch. Sehr gut. Ich ziehe mir nur schnell trockene Sachen an. Ich sehe doch nicht wie ein Tourist aus, oder? Nein, das ist perfekt. Seid ihr alle bereit? Ja, Papa Wutz. Na dann, los! Das ist Barbarellas Dorf. Das ist der Laden von meiner Tante. Kann ich eine Postkarte schreiben? An wen genau? Meinen Goldfisch. Ein Goldfisch? Vielleicht eine Karte mit Meer? Ja, Goldi, der Fisch, liebt Wasser über alles. Bongo-Trommeln, Teppiche, Gartenzwerge. Wer kauft diesen Plunder? Touristen. Oh, hallo. Buongiorno. Mama Wutz kauft viele Andenken für zu Hause. Mama Wutz, wir haben nicht genug Platz im Koffer für das alles. Keine Sorge, Papa Wutz, einen großen Koffer gibt's hier auch. Das ist das Dorfcafé. Ciao, Barbarella. Mein Onkel macht sehr gute Pizza. Ihr esst Pizza hier in Italien? Pizza wurde in Italien erfunden. Oh, super. Ich liebe Pizza über alles. Kleine bisschen Tomato, kleine bisschen Käse, ab in die Ofen und dann... Rein in meinen Magen. Vielleicht der erste noch backe, hä? Na gut. Peppa, sollen wir jetzt die Karte an deinen Goldfisch schreiben? Ja, ich vermisse Goldi ganz doll. Liebe Goldi, ich vermisse dich sehr. Grüße und küsse Peppa. Du kannst die Karte hier einwerfen. Tschüss, Postkarte. Flieg ganz schnell nach Hause. Pizza, Pizza, Pizza. Lecker. Peppa liebt Pizza. Alle lieben Pizza. Hat es dir auch geschmeckt, Teddy? Ja, das war sehr köstlich. Magnifico, Onkel Borg. Deine Pizza wird immer einen besonderen Platz in meinem Magen haben. Dankeschön. Ciao. Wiedersehen. Oh weh, Peppa hat Teddy im Café vergessen. Was haben wir doch für einen herrlich entspannten Urlaub. Auweia, es ist die Polizei. Überlasst mir das Reden. Herr Wachtmeister, ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, aber es kommt nicht wieder vor. Signor de Wutz, Ihr Teddy. Teddy! Dankeschön. Ich mache nur meine Arbeit, Signora. Peppa und ihre Familie sind wieder zurück in ihrem Ferienhaus. Schlafenszeit. Können wir noch bei Goldi anrufen, Mama? Na gut. Oma und Opa Wutz passen auf Goldi den Fisch auf, solange Peppa im Urlaub ist. Glaubst du, wir geben Goldi auch genug Futter? Hallo? Hallo, Opa. Ist mit Goldi alles klar? Goldi geht's prima. Ich habe ihr heute eine Karte geschickt. Ist sie schon angekommen? Hoho, noch nicht. Aber ich bin sicher, sie wird bald ankommen. Gute Nacht, Opa. Gute Nacht, Peppa. Peppa und Schorsch schlafen sofort ein in ihrem Ferienhaus. Im Aquarium. Peppa füttert Goldi, den Fisch. Essenszeit, Goldi. Oh, Goldi will nicht essen. Sie sieht ein bisschen traurig aus. Ich glaube, sie ist einsam. Sie hat gar keinen Fischfreund. Vielleicht möchte Goldi einmal ins Aquarium. Was ist das Aquivarium? Ein Aquarium ist ein Haus mit ganz vielen Fischen. Möchtest du gern in das Aquivarium, Goldi? Das heißt ja. Die ganze Familie ist mit Goldi zum Aquarium gefahren. Hoffentlich finden wir einen Freund für Goldi. Das glaube ich ganz sicher, Peppa. Im Aquarium gibt es alle möglichen Fische. Hallo, Frau Mümmel. Hallo. Wie viele Karten braucht ihr? Zwei Erwachsene und zwei Kinder.
Und ein Fisch, bitte. Fische zahlen nichts. Gibt es hier im Aquivarium denn alle Sorten von Fischen? Oh ja, wahrscheinlich. Gut, wir suchen nämlich einen Freund für Goldi. Dann hoffe ich, ihr findet einen. Viel Spaß im Aquarium. Danke. Im ersten Raum gibt es Becken voller kleiner Fische. Fischi, boah, das sind ja Millionen Babyfische. Fischi, Fischi, Fische, keiner schwimmt allein. Wer will denn der Fischi-Freund von meiner Goldi sein? Könnte einer von denen Goldis Freund werden? Nein, die sind viel zu klein. Wir gucken mal nach den Fischen im nächsten Raum. Okay. Da ist Molly Mietze mit ihrer Familie. Hallo, Molly. Hallo, Peppa. Miau. Was machst du denn hier, Molly? Wir kommen ganz oft hierher. Das ist besser als Fernsehen gucken. Wir lieben Fisch. Wir suchen hier nach einem Freund für Goldi, den Fisch. Oh, was ist in diesem Becken? Ich glaube, da ist gar nichts. Papa Wutz, da ist ein Fisch genau vor deiner Nase. Wo? Es ist ein ziemlich großer Fisch. Wow! Meinst du, das könnte ein Fischfreund für Goldi sein? Nein, der ist zu groß. Macht nichts. Kommt, wir gehen zum nächsten Raum. Was ist in dem Becken? Saurier. Schorsch glaubt, das ist ein Dinosaurier. Das ist doch kein Dinosaurier, Schorsch. Das ist eine komische Art Fisch, der ist Seepferdchen. Du weißt aber viel über Fische. Ja, ich mag Fisch. Kann das Seepferdchen Goldis Freund sein? Nein. Es ist mir zu dinosaurig. Einen Raum gibt es noch. Oh, was ist in diesem Becken drin? Gar nichts. Da ist nur grüner Schleim drin. Dieser grüne Schleim sind Algen. Da könnte aber irgendein Fisch drin sein. Oh, oh, da ist ein Fisch mit riesenlangen Ohren. Das ist ein Hasenfisch. Es ist Frau Mümmel in ihrem Taucheranzug. Sie macht das Fischbecken sauber. Frau Mümmel sagt Hallo, aber es ist schwierig, unter Wasser zu sprechen. Hallo, Frau Mümmel! So, das war das letzte Fischbecken. Oh, wir haben keinen Freund für Goldi gefunden. Was ist im nächsten Raum? Das ist das Aquariumscafé. Großartig! Mein Lieblingsraum! Hallo, Peppa! Hat Goldi einen Freund gefunden? Nein. Oh, wer ist das? Das ist nur Georg, mein Goldfisch. Er liebt das Aquarium. Sieht so aus, als hätte Goldi am Ende doch noch einen Freund gefunden. Goldi ist jetzt nicht mehr einsam. Hurra! Und Goldi kann Georg besuchen kommen, wann immer sie will. Die Wüsteninsel. Peppa und Schorsch sind zu Besuch bei Klausi Kleff. Captain Kleff erzählt Geschichten aus seiner Zeit auf See. Ich bin um die ganze große Welt gesegelt und dann wieder nach Hause gekommen. Aber jetzt bleibe ich für immer hier. Ich werde nie wieder ein Boot betreten. Papa, vermisst du das Meer denn nicht? Naja, manchmal schon. Da sind Opa Kleff, Opa Wutz und Opi Mümmel. Hallo. Kann Captain Kleff rauskommen und mit uns spielen? Was? Wir machen einen Angelausflug. Mit dem Boot. Auf dem Meer. Oh ja, dann mal los. Aber Papa, du hast gesagt, du gehst nie wieder auf ein Boot. Oh ja, das hab ich. Na gut, also tschüss. Tschüss. Tja, da gehen sie nun. Alle auf ein Boot. Und ohne mich. Und was machst du jetzt, Papa? Ich weiß noch nicht. Vielleicht schrub ich ja die Algen vom Haus. Es gibt überhaupt keine Algen auf Häusern. Oh, natürlich. Wir nehmen mein Boot. Glaubst du denn, dein Boot ist auch sicher, Opi Mümmel? Aber natürlich ist es sicher. Ich habe es selbst gebaut. Oh, das brauchen wir nicht. Es geht los!
Ach, ich liebe es, Angeln zu fahren. Ich auch. Und was braucht man bei einem Angelausflug? Angelruten? Nein, einen vollen Picknickkorb. Sehr gut, wie du das Boot steuerst, Opi Mümmel. Aber ich steuere das Boot doch gar nicht. Ich dachte, jemand anderes macht das. Oh je, niemand steuert das Boot. Wir sind verloren. Da, guckt mal. Opi Mümmels Boot geht unter. Keine Panik. Ich habe schon Schlimmeres durchgemacht. Wirklich? Nein, das ist das Schlimmste. Wir sind gerettet! Aber wir sind auf einer Wüsteninsel gestrandet. Und nur das Meer und der Himmel sind unsere Zeugen. Und wir haben nichts mehr zu essen. Oh, ich habe einen Schokoriegel. Gut, wir sollten den Schokoriegel aufheben, wenn wir später Hunger bekommen. Oje, Opi Mümmel hat alles aufgegessen. Was für ein schlimmer Ort, um zu stranden. Hättet ihr jetzt nicht auch gerne Käse? Wir sind doch erst seit 5 Minuten hier, Opi Mümmel. Dann mache ich hier im Sand einen Strich für jedes Mal, wenn ich an Käse denke. Wir müssen um Hilfe rufen. Um Hilfe rufen? Eine hervorragende Idee. Opi Mümmel ist sehr gut im Hilferufen. Hilfe! Was war das? Das war ein Hilferuf vom Meer. Jemand ist in Seenot. Was können wir tun? Na, wir retten ihn. Wir nehmen das Boot von Opa Kleff. Wartet mal. Ich habe gesagt, ich werde nie wieder ein Boot betreten. Aber Papa, wir müssen sie doch retten. Das stimmt. Nur das eine Mal werde ich wieder zur See fahren. Schwimmbesten an. Ei, ei, Captain Kleff. Volle Kraft voraus! Unser ganzer Vorrat ist weg. Wir haben nichts mehr zu essen übrig. Es muss doch noch irgendwas zu essen geben. Ahoi, ihr! Hurra! Wir sind gerettet! Captain Kleff hat die Opas gerettet. Land ahoi! Alle Mann von Bord! Lebt wohl zusammen! Bis in ein paar Wochen dann! Papa, wohin fährst du denn? Ich dachte, ich kann mal wieder um die Welt fahren. Aber du wolltest doch nicht mehr zur See fahren. Nein, natürlich nicht. Überlass das Seefahren lieber uns, Captain Kleff. Ja, und wenn sie dann in Not geraten, kannst du sie ja wieder retten. Parfüm. Peppa und Schorsch sind zu Besuch bei Oma und Opa Wutz. Peppa guckt zu, was Oma Wutz an ihrem Schminktisch macht. Du riechst fein, Oma. Danke, Peppa. Das ist mein Parfum de Lavande. Das riecht so wie dein Garten. Genau, weil Parfüm aus Blumen gemacht wird. Oma, ich habe eine sehr gute Idee. Wirklich? Ja. Und dazu brauche ich Wasser. Hier ist dein Wasser. Danke. Und da tue ich jetzt nämlich Blumen rein und mache Parfüm. Das ist schön, Liebes. Aber nimm nur Blumen von der Wiese. Nicht vom Blumenbeet, okay? Okay. Hallo Blumen. Wer von euch möchte denn in mein Parfüm? Ich tue euch erstmal alle in mein Wasserglas rein. Hallo Schmetterling, das wird mein Parfüm. Und es wird das feinste und duftigste Parfüm von allen. Herrlich! Da kommt Schorsch. Vorsicht, Schorsch! Ich mache Parfüm. Willst du zugucken? Zuerst pflücke ich eine duftige Blume. Duftiger Blumenduft. Dann kommt sie in mein Wasserglas. Nein, Schorsch, da kommt doch kein Gras in mein Parfüm. Es soll ja duftigen Blumenduft haben. Riech mal. Bäh. Schorsch mag keine duftenden Blumen. Opa Wutz ist in seinem Kräutergarten. Opa, Opa, riech mal. Pfui, das riecht nach
Teichwasser. Das ist mein besonderes Parfüm. Ich habe es selbst gemacht mit Wiesenblumen. Oh ja, das ist wirklich das wunderbarste Parfüm der Welt. Ja. Magst du es auch, Schorsch? Nein, Schorsch mag es überhaupt nicht, wie Blumen duften. Hier ist ein Eimer, Schorsch. Du kannst ja ein Parfüm aus was anderem machen. Ich habe eine Menge wohlriechender Sachen in meinem Kräutergarten. Das ist Rosmarin, den nehme ich gern zum Kochen. Das riecht interessant. Das ist Minze. Oh, das riecht ja sehr minzig. Und das ist Lavendel. Oh, das riecht ja genauso wie Omas Parfüm. Boah, hier riecht es aber stark nach Lavendel. Ah, Oma Wutz, du riechst fein. Danke, Opa Wutz. Oma, Oma, riech mal. Was ist das? Das ist mein Parfüm. Oh, ja. Es ist zauberhaft. Hast du auch ein Parfüm gemacht, Schorsch? Nein, Oma. Schorsch mag den Geruch von überhaupt gar nichts. Aber irgendeinen Geruch musst du doch mögen. Schorsch hat eine Matschepfütze gefunden. Ah, Schorsch, was hast du denn da? Hast du jetzt auch ein Parfüm? Ehrlich gesagt, das riecht auch ganz fein. Das riecht köstlich. Also, das ist vortrefflich. Was hast du da reingetan, Schorsch? Schorsch hat sein Parfüm aus einer Matschepfütze gemacht. Parfüm de Matschepfütz. Hui! Oma Wutz, ich finde, du riechst jetzt noch wunderbarer als vorher. Ja, du solltest öfter mal das Parfüm de Matschepfütz benutzen.